Heute haben in Köln Zehntausende Erdogan-Anhänger für Herrn Erdogan demonstriert. Also eine Demonstration von Türken für Türken in Deutschland. Aber sie haben nicht alleine demonstriert, sondern es waren Vertreter der Regierungspartei AKP anwesend, haben dort geredet. Und die Menge hat im Laufe des Tages für die Todesstrafe skandiert, sich dafür stark gemacht, dass die Todesstrafe in der Türkei wieder Anwendung findet. Und in Reden wurde ganz klar deutlich, dass die Türken in Deutschland gar nicht vorhaben, sich zu integrieren, geschweige denn zu assimilieren. Nein, auch in 500 Jahren, so sagte man, würden sich die Türken in Deutschland noch für die Belange der Türkei interessieren. Daraus leitet die nordrhein-westfälische AfD einige konkrete politische Forderungen ab, die der heutige Tag notwendig erscheinen lässt. Zum einen das Verbot von DITIB, weil DITIB in den eigenen Moscheen mit eigenen Imamen durch die Türkei finanziert radikal-muslimische Inhalte vermittelt. Wir fordern die Überwachung der Moscheen, insbesondere der DITIB-Moscheen, durch den deutschen Verfassungsschutz. Wir fordern das Ende des Doppelpasses, insbesondere mit der Türkei, weil der heutige Tag klar gezeigt hat, dass wir 10.000-fach Menschen bei uns leben haben, die mit der Loyalität zu zwei Staaten offenbar nicht umgehen können. Wir fordern des Weiteren die Kündigung des Sozialabkommens mit der Türkei, über das über Jahrzehnte die Angehörigen von hier lebenden und arbeitenden Türken in der Türkei mit deutschen Steuergeldern subventioniert worden sind. Wir fordern des Weiteren ein vorübergehendes Einreiseverbot für türkische Regierungsangehörige und die Einbestellung des türkischen Botschafters durch die deutsche Bundesregierung, um ganz deutlich zu machen, dass die deutsche Bundesregierung es nicht akzeptieren wird, dass sich der türkische Staat und insbesondere die türkische Regierung in innerdeutsche Angelegenheiten in der jetzigen Form einmischt. Und wir fordern das Ende der Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union, weil die Türkei im aktuellen Zustand, in ihrem nicht mehr demokratischen Zustand, kein Mitglied der Europäischen Union werden darf und auch umgehend die entsprechenden Zahlungen gestoppt werden müssen. Und wir fordern desgleichen die Überprüfung der NATO-Mitgliedschaft der Türkei, weil wir glauben, dass die Türkei im jetzigen Zustand auch nicht mehr Mitglied der NATO sein kann. Herzlichen Dank.